So, Hühnchen. Pork? Pork. Werdet glücklich. Dann haben wir es schon wieder nachts. Ach Mensch. So. So wird das nichts mit dem Weizen wachsen, wenn es ständig Nacht ist. So, als nächstes, ich brauche noch mal ein bisschen dunkles Holz. Ja, da. Wie viel brauche ich denn? 1, 2, 3. Sollten rein theoretisch langen. Davon kann ich mal 2 mitnehmen. Und dann brauche ich helles Holz. Und die Erze mal weg hier. Und das weg. Und Flint und Salz hatte ich woanders, glaube ich. Salz müsste hier rein theoretisch sein, ja. Flint hatte ich da oben mit, ja. So. Und, das können wir mal behalten. So. Ich brauche noch hier das helle Holz. Und was nehmen wir für einen Fußboden? Könnten wir Tropenholz nehmen, aber wir haben jetzt gar kein Tropenholz hier. Naja, egal. Machen wir dann später. So, hallo Skletti. Ja, ja. Bad du mal weiter. Kein Problem mit. So, hier haben wir gerade eben rausgeguckt. Na doch. Das wird schon werden. So, wie sieht das denn aus? Das muss ich, glaube ich, eins tiefer machen hier. Japs. Ach, Mann, ich habe immer das seltene Talent, dran vorbeizufliegen hier. Schlimm. So, das eins tiefer. Dann, Mensch, kann ich da jetzt wieder hoch? Ach, komm, machen wir gleich. Wo ziehen wir das Holz ein? Hier. Ja, dann sieht man das doch nicht, aber ist egal. Viel höher sollten wir hier nicht gehen. Weil es ist ja ein kleines, gemütliches Bauernhaus und keine, nö, keine große Halle. So. Von daher brauchen wir keine Kopfhöhe von was weiß ich was. So, auf den Dachboden können wir hier mit einer Leiter gehen, genau. Ne, können wir da nicht, weil es da, obwohl da. Da, doch, können wir da machen, hahaha. ja. So. Jetzt mal eine Zwischendecke ein. Das war nämlich passend wie im Keller dann auch hier helles Holz. Ist jetzt hier genug Licht? Ich bin mir gerade unschlüssig. Ich setze mir lieber noch 2 Fackeln. So. Dann brauche ich dich. Dann dahin und oben drauf natürlich und für dich habe ich auch schon direkt ein Glas. Haha. So. Das wird zu Brettern gemacht. Da, da. Da, da, da und da. Und auch ein Glas. So, dann haben wir die Giebel schon mal. Wobei das dann hier... Hier muss ja dann auch noch ein Giebel drauf. Ja. Ach, die Backstube. Da müssen wir noch gucken, aus welchem Material ich da die Wände mache. Ob's, müsste eigentlich im gleichen Stil sein, ne? Ja, müsste ich eigentlich so machen. Das heißt, du musst weichen. Damit wir das schon mal... Kabel hinsetzen können. So. Genau wie hier. Und da, da, da. Und hier hinten natürlich. So. Ta-da-da-da. Weil Marble haben wir jetzt nicht mit.
So. Gut. Kommen wir der Sache auch ein bisschen näher. Ach, hier haben wir noch gar kein Glas drin, ne? Überall in den Fenstern. Och ja, auch nicht schlimm. Habe ich zufällig Glas da? Nee, ne? Nö. Gut, dann wird das ja auch. So, was macht unser Salat? Der ist schon fast fertig. Weizen noch nicht ganz, das ist mir noch nicht... Nee, das langt mir noch nicht. Da darf ruhig mehr kommen. Gucken, was unser kleines Handfeld macht. Hatte ich hier nicht auch Weizen? Nee, ne? Hier habe ich nur Papier. Müssen wir auch nochmal umlegen. Zack, abgesäbelt, eingesammelt. Oh, da vorne ist auch was gelandet. Da ist dafür gar nichts gelandet. Papier brauchen wir immer und werden wir verdammt viel brauchen in naher Zukunft. Ach komm, den Rest lassen wir jetzt mal hier. Brauchen wir gerade nicht. So, und dann müssten wir rein theoretisch noch irgendwie einen Weg bauen. Da hatte ich mir überlegt, dass ich hier rein wollte. Dass ich den Weg hier von da hinten, hier an dem Teich rum, dann hier lang irgendwie und dann, ja, dann müssen wir das Feld hier eh wieder abbauen. Und dann hätte ich den Weg gerne hier irgendwie zu meinem Haus. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon meine Wand beeinträchtigt. Nö, das müsste so funktionieren. So, die Musik will mal wieder nicht hier. Was haben wir denn? Achso, wir sind am Ende der Playlist. Dann fangen wir am Anfang wieder an. Und mischen dann bei der nächsten Aufnahme nochmal durch. So. Gut. So, wir könnten ja mal neugierig sein. Ach ja, da war ja was. Und mal schauen, wie weit der Filler ist. Das Holz legen wir erstmal wieder weg. Das legen wir auch mal weg. Ne, da war nichts. Da war... Zack. So. Da immer schöne leere Taschen haben. So, Schweini, pass auf. Hier drin wird es jetzt gefährlich. Ach so, der ist erst bei der obersten Ebene. Da kann noch nicht spawnen. Ja, sieht aber schon mal ganz gut aus. Noch kann da nichts spawnen. So. Gut. Was wollte ich? Genau, ich wollte die Landmarken schon mal hier reinpacken. Und wo waren wir jetzt generell bei? Wir wollten Dings weiterbauen. Marble, Marble, Marble. Nehmen wir hier mal einen halben, da die 35. Das ist wahrscheinlich mehr als genug. Und wir brauchen dunkles Holz. So, müssen wir dann auch mal wieder fällen gehen. So viel Holz habe ich irgendwie gar nicht mitgebracht aus unserem Buch. Da müssen wir dringend nochmal rein. So. So. Zack, zack. Zack, zack. So. So sieht das denn aus, wenn ich so ein breites Fenster da dann habe? Na ja, machen wir mal. Machen wir mal. Du sollst ein Fenster sein. So. So. Einmal weg. So, und da lassen wir auch das Zweier. Das ist ja der Verkaufsraum. Da darf ruhig mal ein bisschen mehr Fenster sein, denke ich.
Ja. Und dann. Huch, ach ja, ist egal. Kommt ja eh noch eine dritte Lage kommt nicht drauf. Gut, dann Holz. Auch wenn man es dann eh nicht mehr sieht. Entgegen meiner ersten Prognose. Ah, okay, hier an der Stirnseite wird man es sehen. So. So. Gut. Dann kommt nämlich hier auch ein Giebel drauf. Gut, dass ich noch ein bisschen Holz habe. Dann kann ich es nämlich nochmal umtauschen. Hier. Ach, Mensch. So. So. So und so. Da und da. Oh, das passt ja perfekt alles hier heute. So. Genau. Da kommt nämlich auch ein Giebel hin. Und dann wird es ein hübsches Bauernhaus, denke ich. So, Weizen. Mach hinne. Ach komm, ich will nicht länger warten. Wir müssen dich jetzt mal ernten. Beziehungsweise nein, wir machen vorher ganz schnell. Ich habe kein Dings mit. Ach Mensch. Nein, Creeper. So, ich wollte das Vorpal eigentlich noch runternehmen. Wenn ich nicht immer diese blöden Köpfe kriege. Das mache ich mal direkt als erstes jetzt. So. Legen wir das Schwert mal rein. Nehmen das Vorpal. Ach so, ist ja schon raus. Wieso habe ich ihn dann vorhin doch ein... Ah ne, ist er doch noch. Ne, ist drauf. So, Vorpal. Raus. So, dann können wir es auch direkt reparieren. Was haben wir denn? Sharpness 4. Looting 3. Nehmen wir auch erstmal raus. So. Sharpness machen wir erstmal 1, damit wir es reparieren können. Dann reparieren wir es. Ah, ich bin das letzte Mal angepfiffen worden, dass ich so viele Level für die Apparatur ausgebe. Ach ja, gibt Schlimmeres. So. Looting auf alle Fälle, ja. Weil Gunpowder wollen wir ja haben. Können wir uns sogar leisten. Ja, dann machen wir es so. Und es ist repariert vor allem. So. Deswegen war ich eigentlich hier drin. Ich wollte nämlich noch schnell was Apfel essen. Ach, jetzt habe ich den Smoothie nicht. Den wollte ich nämlich auch ausprobieren. Marble, String, ich wollte ernten, aber genau. Ich brauche Glas, Glas, Glas. Habe ich jetzt kein Glas parat? Doch, da. So. Ein Glas. Dann brauche ich das. Und aus Konsequenz dazu brauche ich dann auch einen Wrench. Der ging so nicht. Ich glaube, da kommt noch ein Zahnreiter rein. Da muss ich noch eben gucken. Wir haben ja mittlerweile 300 Wrenches. Oder ich nehme das Omni-Tool, genau. Omni, wie geht das denn? Vor allem offensichtlich falsch geschrieben. Da. Den nehmen wir mal. Zwei Diamanten, ein Gold und eine Zyanwolle. Naja, das sollten wir ja hinkriegen. Haben wir das nicht sogar schon? Nee. Nee, haben wir noch nicht. Ich dachte, ich hätte das irgendwann mal gemacht. Kann aber auch woanders gewesen sein. So, zwei Dias. Ja, die können wir uns gerade mal leisten. Ein Goldbarren. Haben wir noch gar nicht, ne? Dann müssen wir uns mal einen machen. Warte mal. Ach da. Ah, schon gut. Ich dachte. Ich habe schon Hallos hier.
So, dann machen wir uns mal einen Goldbarren. Dann legen wir uns mal die zwei Dias da rein. Und eine Wolle kriege ich doch bestimmt noch zusammen. Ich hatte doch Wolle gehabt. Da. Da, nee. Ich brauchte doch Wolle für die Kabel. Habe ich alles verbaut? Ja, okay. Dann machen wir uns mal schnell eine neue Wolle. Das ist ja wohl das Geringste. So, und wir brauchen Cyan. Cyan, das ist Blue, das ist Hellblau. Da ist Cyan, genau ein Cyan, das langt doch. So, und ich werde jetzt mal verschwenderisch sein. Ich werde da jetzt nicht erst 8 Cyan draus machen, sondern wenn man, ja, wenn man genug Blumen hat und bei Mainz braucht man nicht so viel, dann braucht man einfach nur die Blumen und die Wolle daneben legen und schon ist es eingefärbt. Passt also auch. Ich meine, für eine Wolle, ja, kann man das mal machen. Denke ich. So. Dann brauche ich Gold. So. Tada! Da ist er, unser Omni-Tool. So, der Omni-Tool ist quasi eigentlich von Terminal Expansion. Der funktioniert aber auch wunderbar bei Buildcraft. Von daher mache ich mir gleich den. Und der hat halt Vorteile, dass man von Terminal Expansion dann, da braucht man den dann früher oder später eh, wenn man die Maschinen mal umsetzen will, etc. Aber da der natürlich auch perfekt hier funktioniert, setzen wir da mal eben eine Iron Pipe ein. So. Und jetzt müssen wir per Omni-Tool natürlich sagen, wo die Sachen hinfließen sollen. Und die sollen in diese Richtung. Da wo geschlossen ist, immer wo die Sachen herkommen. Und da wo offen ist, wo sie lang gehen sollen. Nö, aber das wisst ihr ja. So, dann können wir das quasi mal testen. Oh, hier regnet es rein. Und nehmen wir einfach mal das Feld ernten. Das war, glaube ich, die 1. Jo. Dumm, dumm, dumm. So. Wird alles runtergespült. Wunderbar. Landet alles in der Pipe. Können wir das zumachen. Dann gehen wir runter. Genau, wird dann alles hier in die Obsidian Pipe reingespült und dann fließt es gemächlich, weil wir halt jetzt noch nicht gepowert haben, gemächlich in die Kiste. Wunderbar. Ach, das funktioniert ja heute alles super. Na komm. Kommt an, kommt an. Ja, wie viel haben wir denn Ausbeute gemacht? 18, 45, 60. Eieiei. Das lohnt sich ja mal richtig. So, das war's. Ist ein bisschen wenig Weizen. Aber na gut. So. Und dann säen wir natürlich direkt wieder aus. Im strömenden Regen. Ja, wann denn auch sonst? So. Zack. Was ich an dem Jetpack auch so toll finde, der bremst einen so sehr, dass man die Felder gar nicht mehr kaputt trampeln kann. Guckt, wenn ich jetzt hier hochgehe und ups. Kann so hoch gehen, wie ich will. Das Feld geht nicht kaputt. Das ist sehr praktisch. Wollen wir mir gar keine Gedanken mehr machen. So. Funktioniert natürlich nur, wenn man... So, da wir so viel Weizen brauchen, überlege ich, ob ich mir noch schnell das zweite Feld auch mal eben mit Weizen mache. Was in meinen Augen ja sehr sinnvoll ist. Wasser laufen. So. Dann
unten muss ich aber noch ein paar Seeds holen. Ich glaube, er hat noch welche. Ui. Da hat auch ein Zombie gehört. Ach, vier, das ist ja... Nee, komm, die spendiere ich den Hühnern lieber. Dass wir da auch mal vorankommen. Schwini! Wow! Ich freue mich auf die Spinne und dann kommt der da um die Ecke. Frechheit. Also echt. So, Hühnchen. Pork. Pork. Werdet glücklich. So, dann haben wir noch zwei Seeds übrig. Zack, zack. Wunderbar. Huch. Dann haben wir das auch schon wieder. Ja, gut. Da haben wir auch schon wieder ein Stündchen rum. Mann, die Zeit verfliegt. Das ist ja schlimm. Und ja, wir gucken nochmal ganz schnell, bevor wir jetzt weggehen. Feierabend machen quasi. Gucken wir nochmal ganz, ganz schnell, was unser Filler macht. Wir halten das Schwert direkt in der Hand. Weil ich könnte mir vorstellen, dass da mittlerweile ein bisschen was los ist. So. Oder auch nicht. Doch. Ein bisschen was ist los. Da hinten ein Creeper. Hier eine Spinni. So. Und ich sehe, wir müssen da wieder Kohle nachfüllen. Das heißt, ich hole mal schnell Kohle. Ne? Holt da jemand zu mir? Ne. Ja gut, aber ich sag jetzt schon mal Tschüss und auf Wiedersehen. Ich schmeiß den Filler nochmal an, dass er in Ruhe weiterarbeiten kann. Dann bleibe ich mal ein paar Minuten hier drauf, dass das Weizen wachsen kann und dass der Filler da mal fertig wird. Damit das da mal ein bisschen zügiger alles geht hier und ich nicht ständig hier Blödsinn machen muss, weil der Server nicht weiterlädt. Ich überlege auch, ob ich mir vielleicht mal einen Weltanker mache. Muss ich mal sehen. Schauen wir mal. Mal gucken, wie teuer er ist. Ja, dann sage ich schon mal Tschüss. Ich stelle mich dann nachher auch wieder hier auf die Flugzeugkiste, damit ihr das nächste Mal wisst, wo wir waren. Bis dahin. Ciao.